Wow, 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 wow. Oh Gott, weg hier, weg hier, weg hier. Alter Schwede, schnell wieder in unsere Basis. Wo ist unsere... Nein, wo ist unsere Basis? Moin Leute, herzlich willkommen zu einer Runde von Vampire Z. Und das Ganze ist, glaube ich, relativ leicht zu erklären. Es gibt einmal die Survivor, oh mein Gott, das sind wir. Dann gibt es Vampire, davon gibt es momentan zwei Stück. Alter Schwede, was geht jetzt hier gerade ab? Und ich muss euch auch ganz ehrlich gestehen, das ist ungelogen meine erste Runde. Und ich habe mir dazu ein Video angeguckt. Alter Schwede, okay, den haben wir gekillt. Komm her. Und die Zombies sind auf jeden Fall NPCs, also Non-Player-Characters. Wow. Alter Schwede, was waren das gerade für Augen? Also das fand ich gerade nicht so cool. Ich gehe mal, ist hier ein Kollege? Weil ich mache mal hier die Tür zu. Komm schon. So. Hey, was geht ab, Kollege? Ich habe keine Lust, zu den Vampiren zu gehen. Ich meine, die müssen ja auch die... Jetzt gibt's schon drei. Jetzt nur noch... Ah ne, jetzt gibt's vier. Alter Schwede. Und die Vampire müssen wahrscheinlich versuchen, uns zu töten. Und es gibt, glaube ich, insgesamt 20 Runden zu überstehen. Und das wird auf jeden Fall eine Mammutaufgabe. Kollege, wir verschanzen uns hier. Und man kann Gold gegen verschiedene Items auch eintauschen. Aber ich muss ganz ehrlich sagen... Wow, hör auf daran rumzu... Okay, ich laufe dir hinterher, Kollege. Nein, nein, jetzt gehst du auch wieder hier rein, ne? Nein, nein, lass mich doch auch hier rein. So, das ist unsere Barrikade. Was killed by the gods and became a vampire. Kollege, wir sind die einzigen Überlebenden. Obwohl, da hinten ist noch einer von uns. Kollege, hier rüber. Hier sind wir sicher in unserer Bastion. Hier können wir uns was brauen. Warte mal, oder gehen wir nach da hinten? Okay, ich werde lieber nach da hinten laufen. Wow, was geht da? Alter Schwede, da wird richtig gesplashed. Alter Schwede, was geht hier? Wow, wow, wow. Wow, 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 wow. Oh Gott, weg hier, weg hier, weg hier. Alter Schwede, schnell wieder in unsere Basis. Wo ist unsere... Nein, wo ist unsere Basis? Hier vorne. Hier. Wow, wow, wow. Lass mich hier rein, lass mich rein. Mach die Tür wieder zu. Mach die Tür zu. Shit. Komm, komm, warte, 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 warte. Ich hau die hier kaputt. Auch wenn unser Kollege uns nicht mal hören kann. Aber hier kommen ja auch keine Zombies durch. Keine Vampire. Denn die konnte man eben auch ganz kurz sehen. Alter Schwede, ich muss sagen, das gefällt mir hier. Also ich werde das jetzt hier nochmal so ein bisschen anzocken. Ist wie die Appetizer, die ich eine Zeit lang mal gemacht habe. Also wenn ihr davon mehr sehen wollt, dann wäre es cool, wenn ihr eine positive Bewertung da lassen würdet. Und wenn ihr sagt, Vampire Z ist irgendwie nicht so cool, Paluten, spiel das bloß nicht nochmal. Aber ich muss sagen, also der Modus ist auf jeden Fall, ja, ist auf jeden Fall spielenswert. Und das Ganze befindet sich, wie gesagt, auf den Hypixel-Servern und befindet sich auch noch in der Beta-Phase. So, Kollegen, du hast was zu... Oh Mann, man erleidet auch Hunger. Wie viele Punkte haben wir jetzt? Warte mal, Gold 51. Ich muss mir auch was zu essen holen. Das kostet zwar 10, obwohl das war ein Fehlkauf. Egal, wir essen erstmal das Steak. Jetzt haben wir noch 41. Ich würde mir dann ganz gerne eine bessere Waffe holen. Warte mal, was können wir uns für 40 kaufen? 50 ist das Lava Sword. Nee, ich würde sagen, ich warte nochmal, bis ich vielleicht irgendwie... Wow, jetzt haben wir... Wow, 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 was ist hier los? Alter Schwede, was ist das für ein Effekt? Don't die yet. Okay, ich werde mir jetzt auf jeden Fall ein besseres Schwert holen. Obwohl, das bringt aber auch nicht viel. Ich würde gerne warten, bis wir 100 haben. Es gibt ganz, ganz viele Zombies. Und wir sind auf jeden Fall... Wow. Wie hast du Schaden bekommen, Kollege? Hä? Hier ist doch... Alter Schwede, hier baut sich jemand durch. Haut ihn. Okay, wir müssen uns hier drin verbarrikadieren. Ey, das ist auch cool gemacht, dass man hier kaum irgendwie weiter nach vorne gucken kann. Also das Sichtfeld ist sehr begrenzt. Guck mal, wenn wir hier stehen, sehen wir nicht mal, dass hier ein Ausgang ist. Ziemlich cool gemacht, muss man ja sagen. Gefällt mir auch wesentlich besser als mein Set, dieses Vampire-Set. Obwohl, mein Set spielt man ja eher auf den Servern von Shotbow. So, Kollege, was machen wir jetzt? Warte mal, sind das Kollegen von uns? Hier kommt auf jeden Fall wieder ein Zombie, den können wir easygoing töten. Genau, die können wir hier an der Mauer, an der Meerenge, so nenne ich es jetzt einfach mal eher gesagt. Es ist einfach nur eine Tür. Da haben wir jetzt wieder Gold und Coins bekommen. Oh nein, warte mal, war Raymond nicht einer von unseren Kollegen? Bankster, was machen wir jetzt? Bankster, was ist hier los? Ist wie in so einem schlechten Horrorfilm. Wow. Okay, wir haben wieder 10 Gold bekommen. Aber es reicht noch nicht, um uns was Besseres zu holen. Ich habe auch Angst, hier wieder rauszugehen. Oder was heißt Angst, aber... Ich habe keine Lust, hier einfach von den Vampiren abgeschlachtet zu werden. Alter Schwede, und man sieht hier die ganzen Namen. Das sind doch alles Vampire und so ein Kram. Survivors sind noch 11, 9 Vampire. Ich würde gerne wissen, wo die anderen Leute sind. Bankster, was ist da los? Ich kann auch nicht nach da hinten gucken. Das sind einfach nur Zombies. Okay. Warte mal, ich gehe... Bankster, ich gehe kurz raus.
und Schnetzel. Wow, 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 wow. Oh Gott, sind das viele. Okay, hier an der Meerenge ist es gut. Bankster, hilf mir. Bankster! Hauen! Oh nein! Wow, 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 wow. Ganz ruhig. Alter Schwede, sind das viele. Komm schon. Mehr Coins für uns, mehr Coins. Jawohl, Bankster. Wieder gut gemacht. Wir gehen ja richtig ab. Da kommt wieder ein Zombie, aber kein Vampir. So, wir machen kurz auf. Und dann, jetzt müssen wir ihn schlagen. Komm schon. Stirb. Oh nein! Nein, 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 nein! Lass mich in Ruhe! Bankster, Bankster! Wo ist der Typ hin? Wo ist der Vampir? Er hat mein Schwert. Nein, das ist so ein Mega-Zombie. Oh, wir sind am Arsch. Wir sind am Arsch. Ich kann nur noch boxen. Ich könnte versuchen. Ich komme aber nicht schnell genug. Wo, was war das für ein Kreischen? Alter, ich komme nicht mehr schnell genug auf mein Schwert. Ich kann mir nichts mehr kaufen. Und da ist der Vampir und tötet uns. Verdammt. Okay, Leute. Das war nur so ein kleiner Appetizer in Sachen Vampire Z. Und wenn ihr mehr davon sehen wollt, dann, wie gesagt, positive Bewertung wäre nicht schlecht. Und das soll es dann, wie gesagt, gewesen sein mit einer klitzekleinen Runde von Vampire Z. Ich wünsche euch allen wie immer noch einen angenehmen Tag. Haut rein und bis zum nächsten Mal. Was passiert, wenn wir jetzt auf Wiederbeleben klicken? Oh, Moment mal. Wir sind hier ja noch gar nicht fertig. Wir sind ja selber hier ein Vampir. Sorry, Leute, das tut mir jetzt natürlich leid. Ach was, das geht noch weiter. Stimmt, das ist so wie bei Zombie-Apokalypse. Ist ja geil. Okay, das, ja, das wusste ich leider nicht. Sorry, Leute. Aber jetzt natürlich Vampire, die können natürlich in der Nacht sehen. Und jetzt müssen wir gucken, wo noch ein paar Survivor rumgurken. Haben wir denn jetzt hier auch die Möglichkeit? Ach, wir können Blut. Okay, da hat man so spezielle Fähigkeiten. Oh, was war da vorne? Kill the Survivors. Wo sind denn noch welche? Mal gucken. Also hier in den Häusern haben wir uns versteckt. Es gibt noch zwei Survivor, die chillen irgendwo. Wahrscheinlich sind die auch gesneakt. Das hätten wir eigentlich auch mal machen sollen. Das wäre wesentlich intelligenter gewesen. So, schauen wir mal. Okay. Vampire Kills One. Okay, es gibt wie immer noch zwei Survivor. Und ich weiß nicht genau, ob die Blitze die Survivor kennzeichnen. Ansonsten sollte ich da jetzt einfach mal ein bisschen mehr drauf achten. So, gucken wir mal. So, warte mal, wir können unendlich sprinten. Okay. Aber ich glaube, wir haben so ein... Ach, das sind immer nur die Waves, glaube ich. Mensch, wo sind die Survivor? Das ist natürlich cool, wenn man am Anfang so ein Vampir ist. Denn das sieht schon ganz cool aus, weil dann gibt es auch mehr Survivor und man muss mehr danach suchen. Und das ist bestimmt echt interessant. Dann so, tötet man alle. So, ich guck mal hier. So, ich geh jetzt einfach mal nach da hinten. Also wenn die Blitze die Survivor kennzeichnen, dann müssten wir hier ja auf jeden Fall welche finden. Oh, und hier hinten geht's, warte mal, hier kriegt jemand Schaden. So, Kollege, hast du einfach nur Fallschaden bekommen? Hier spawnen die scheinbar. So, ihr alten Shenanigans-Vampire. Wow. Wo sind die Survivor? Das ist hier ja auch gerade ein bisschen anstrengend, finde ich. Die zu suchen, weil es eben nur zwei sind. Ich gehe einfach mal davon aus, dass sie einfach gesneakt sind. Also eben, dass man sie nicht sehen kann. Hm. Es sind auch die ganze Zeit immer zwei Stück. Und immer... spawnen einfach ein paar Waves. Obwohl, warte mal, nach 20 Waves ist das Ganze ja auch schon beendet. Dann haben die gewonnen. Das ist natürlich auch blöd. Warte mal, Bankster ist hier. Hier sind wir gestorben. Bankster. Du bist auf jeden Fall in meinem Gedächtnis. Nicht unbedingt, aber in du hast einen Ehrenplatz. Bei mir. Oh, was steht hier? Warning. Haunted Forest. Enter at your own risk. Ah, nee, in your own peril. Okay, oder peril. Ich kenne das Wort nicht mal. Wer hat denn da im Englischunterricht nicht aufgepasst? So, ich werde jetzt hier mal komplett den gesamten Korridor abgehen. Denn hier können die auch einfach hingelaufen sein. Weil der Weg ist ja... Es ist ja möglich. Und wenn jemand schon so ein bisschen öfter das Game gezockt hat, der weiß natürlich wunderbar, wo man sich perfekt verstecken kann. Und obwohl man hier natürlich jetzt alles sieht, kann man hier die Survivor dennoch ganz gerne mal übersehen. Denn ganz ehrlich, wenn man die Map auswendig kennt... dann ist das mucho no problemo. Und da hinten ist auf jeden Fall ein Blitz eingeschlagen. Dementsprechend markiert er entweder die Survivors oder sie gehen einfach random. Also da könnt ihr mir auch gerne ein bisschen auf die Sprünge helfen. Ich bin mir ja sicher, dass einer von euch natürlich wieder ein Experte in diesem Spiel ist und mir da auf jeden Fall nochmal behilflich sein kann. Ihr wart da ja bei The Dropper zum Beispiel auch immer eine große Hilfe, wenn wir mal nicht weiter wussten, wo geht es jetzt hier längs, wo müssen wir hin? Und... die letzten Survivors, die werden wir nicht mehr finden. Die haben sich einfach irgendwo einbarrikadiert. Und hier ist das Game auch gleich schon
zu Ende noch zwei Runden. Der schlawinert sich jetzt. Sind die vielleicht hier ganz oben? Das könnte natürlich auch sein, weil hier spawnen die Dinger auch. So, und der hier, die sehen auch richtig lustig aus. Mal gucken, wir müssten ja genauso, ja. Obwohl bei uns sieht man noch, dass es so ein bisschen ausgegraut wurde. Die Hose. Aber bei den anderen wurde sie komplett ausgeblendet. Oh, nur noch ein Survivor. Das bedeutet, es könnte sogar sein, dass wir diese Runde noch für uns entscheiden. Wir können fliegen? WTF, what? Nee, warte mal. Ach, das... Palut mal wieder richtig mitgedacht. Das Game ist einfach zu Ende, dann kann man fliegen. Nun gut, wie war jetzt der Endstand? Vampires win. Das heißt, da wir ja die meiste Zeit letztlich Vampir waren, können wir auch den Sieg für uns verbuchen. Nichtsdestotrotz, das, was ich eben am Ende unserer Survivor-Runde sozusagen gesagt habe. Wenn euch das gefallen hat, wenn ihr mehr von Vampire Set sehen wollt, dann lasst es mich auf jeden Fall wissen. Das war's auf jeden Fall für heute. Haut rein und bis zum nächsten Mal.